Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Angriffskrieg, den Russland auch in diesen Stunden gegen die Ukraine führt, er stellt unsere gesamte europäische Gemeinschaft auf eine schwere Probe. Und diese schwierige Situation, die hat eines ja noch mal ganz, ganz deutlich gemacht. Nur wenn wir solidarisch zusammenstehen und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann sind wir in Europa und als Europa stark, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und es reicht nicht aus, dass wir lediglich innerhalb der Europäischen Union gemeinsam handeln und solidarisch miteinander sind. Durch den russischen Angriffskrieg wird deutlich sichtbar, dass die europäische Staatengemeinschaft, und das hat der Kollege Schwabe vorhin schon angesprochen, die Gemeinschaft der Staaten, die ein rechtsstaatlich organisiertes, demokratisches und mit Freiheitsrechten unterlegtes System von Politik und Gesellschaft als ihre fundamentale, als ihre tragende Grundlage begreifen, dass diese Gemeinschaft aus mehr Ländern besteht als aus den 27 EU-Mitgliedstaaten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und die Ukraine, die kämpft seit mehreren Wochen auch für unsere Sicherheit und für unsere Freiheiten. Und die Moldau, die hat seit dem 24. Februar, es ist angesprochen worden, als ärmstes Land Europas die meisten Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen. Ein Land, das anders als Polen, Ungarn, Rumänien oder auch die Slowakei und Tschechien als westliches Nachbarland der Ukraine eben noch kein EU-Mitglied ist. Das müssen wir uns auch hier immer mal wieder vergegenwärtigen, denn gerade vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die ein Land mit gerade mal 2,6 Millionen Einwohnern hat, leistet die Regierung der Republik Moldau, leistet die Gesellschaft der Republik Moldau wirklich Außerordentliches bei der Aufnahme und der Unterstützung der Menschen, die vor Leid und Krieg aus der Ukraine flüchten müssen. Und davor kann man eigentlich gar nicht genug Anerkennung ausdrücken, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und auch deshalb halte ich es für ein außerordentlich wichtiges Signal, dass die Moldau im Zuge der Unterstützungs- und Geberkonferenz in dieser Woche in Berlin finanzielle Zusagen für internationale Hilfen in Höhe von knapp 700 Millionen Euro erhalten hat, darunter die angesprochenen 50 Millionen Euro ungebundene Finanzkredite aus der Bundesrepublik und auch die nochmalige Aufstockung des Hilfspakets aus dem BMZ auf 40 Millionen Euro. Und diese Geberkonferenz, die war auch deshalb wichtig, weil wir damit gegenüber der russischen Regierung deutlich machen, wir lassen die Moldau nicht im Stich, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Signal ist ganz, ganz wichtig. Und diese finanzielle Unterstützung, die ist insbesondere in der aktuellen Situation eminent wichtig. Das hat eben auch Premierministerin Natalia Gavrilitsia im Rahmen ihres Berlin-Besuches mehrfach betont, unter anderem am Mittwoch im Auswärtigen Ausschuss. Und es ist also eine sehr gute Initiative von Außenministerin Annalena Baerbock und auch von ihrem französischen und dem rumänischen Kollegen. Und es ist eben auch genau richtig, was die Bundesregierung bereits angestoßen hat. Das kann aus meiner Sicht aber auch nur ein Anfang sein. Und es wird weitere und kontinuierliche Unterstützung notwendig sein, um die Stabilität der Moldau auch zukünftig zu gewährleisten. Gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen hier bei uns in Deutschland, wo wir uns ja viele Gedanken darüber machen, wie wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland am schnellsten beenden können, die ja je nach Ressource so zwischen 35% und 55% liegt, da dürfen wir eben unsere Nachbarn in der europäischen Staatengemeinschaft nicht vergessen, denn einige EU-Mitgliedstaaten und eben auch die Republik Moldau, die hängen bei der Energieversorgung zu 100% von russischem Gas ab, und das sind eben noch mal ganz andere Dimensionen. Wir müssen uns also auch um diese Partner kümmern, wenn wir es mit unseren Zielen ernst meinen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit eben auch von autoritären Regimen zu beenden, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und die Republik Moldau hat mit ihrer Regierung vor einigen Tagen einen EU-Beitrittsantrag gestellt. Das ist genannt worden. Und als Teil der europäischen Staatengemeinschaft steht das der Republik Moldau, wie ich finde, auch ganz selbstverständlich zu. Aber bis zu einem EU-Beitritt, da gibt es ja auch noch zahlreiche Zwischenschritte, um eng und vertrauensvoll auch in Zukunft zusammenzuarbeiten im Rahmen der östlichen Partnerschaft, im Zuge der Assoziierungsabkommen, bei den DCFTAs, bei der Visaliberalisierung. Überall gibt es aus meiner Sicht noch eine Menge Potenzial, das wir gemeinsam heben können. Und auf dem weiteren Weg müssen wir sicherlich auch noch weitere Formen einer engeren Zusammenarbeit erarbeiten. Im Vorstand des Deutsch-Moldauischen Forums versuche ich, wie übrigens auch mein Vorredner Manfred Grund, mit vielen Gleichgesinnten einen Beitrag dazu zu leisten, die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Moldau weiter zu vertiefen, und zwar auch gerade im zivilgesellschaftlichen Austausch. Und Frank Schwabe und auch andere Kollegen haben schon darauf hingewiesen, wir haben jetzt eine proeuropäische Regierung in der Moldau.
mit der man nach innenpolitisch sehr schwierigen und unruhigen Jahren jetzt endlich auch wieder auf eine vertrauenswürdige Kooperation aufbauen kann. Und ein Grund mehr aus meiner Sicht, die Moldau zu unterstützen, so wie es unsere Bundesregierung derzeit sehr fokussiert tut. Diese umfassende Unterstützung, die wird in dem Antrag, denke ich, auch sehr gut beschrieben. Es hätte ihn dafür nicht unbedingt gebraucht. Aber es gibt uns heute und auch in der Beratung im Ausschuss noch mal die Möglichkeit, auf ein ganz wichtiges Signal zu setzen, nämlich dass demokratische Regierungen bei uns immer Unterstützung finden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.